Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Hey, chill, bro. Obwohl wir noch über 600 Meilen vor uns haben, also das sind ja alles Stöcke. Wenn wir in der Folge. Chilbo. Wenn wir in der Folge definitiv nicht schaffen. Wir fahren los. Aber gut. So, dann können wir jetzt eigentlich links dran vorbeifahren, ne? Ungefähr so. So, alles, was ich mal Musik machen. Digga, ein gelber LKW mit grünem Auflieger. Noch mehr Kindergarten geht halt gar nicht so. Ich weiß ja nicht. Wow, wir dürfen 80 fahren. Ich mag, worum wir gerade sind. Und schon wird's dunkel. Okay, ich glaube, die 80 erreichen wir nicht mehr. Ich habe ja gerade mal so 70. Holy shit. Und da haben wir bloß ein Fact-Tank hinten drauf. Also, ja, die üblichen 4 Tonnen. So viel ist das auch nicht. Na gut, ich meine, hier geht es auch die ganze Zeit bergauf. Ist vielleicht auch noch ein Faktor. Na, das überholt schon. Klar. Digga, das ist überall drin, ja, langsam. Was ist los mit denen? Ich dachte, ich bin langsam. Boah, Leute, wir können 80 fahren. Was macht ihr denn hier? Oh Mann, ey. Guckt euch an, da vorne ist schon wieder Baustelle. So viel zum Thema 80 fahren. Oh, hoffentlich geht es jetzt schon bergab. Damit ich auf meine 80 komme. Was jetzt klatsche. Wow. Das hat ja nicht mal eine Bodenwelle. Muss das sein? Auf einer 80er Strecke? Warum fast 75? Schafft mein Getriebe etwa nicht mehr oder was? Hmm.
Ja, ich glaube, der LKW schafft nicht mehr 70 mph. Oh, Alter, also, das ist für eine Alter. Hui. So, ich würde aber mal sagen, den nächsten Rastplatz können wir auf jeden Fall reinfahren. Langsam wird das Zeit. Na gut, 3 Stunden haben wir noch. Also haben wir noch ein bisschen Reserve übrig. 3 Stunden, das heißt, wir müssen bis, ja, bis 23. Also, was? Jetzt bin ich raus. Nee. Bis 1 Uhr morgens. Eben, das ist jetzt schon 10, ne? Also bis 1 Uhr morgens müssen wir spätestens einen Rastplatz gefunden haben. Sonst wird's kritisch. Sag ich mal. Ja, ja. Aber die Musik habt ihr wieder lauter gemacht, ne? Ah, ne, hab ich nicht. Die kommt. So, immer auf 6. So war es ja früher. Ne, also bei dem alten User Interface. Da hatten wir immer 4 Striche. Die Skala war aber kleiner. Und bei der jetzigen Skala entspricht das 6 und ein paar zerquetschte Striche. Von daher. Bleiben wir mal auf 6 Striche. Sonst hörst du ja bei dem Motor die Musik gar nicht mehr. Weil ist auch nicht so nur Zweck der Sache. Oh, ist aber wieder 65er Bereich hier. Schon besser. Ja, ist so. Bei 470 hört der Motor auf. Zu beschleunigen. Also ist wirklich einfach der Motor in dem Moment zu Ende. Also das Getriebe. Mehr 70 schaffen wir also aus eigener Kraft nicht. Schade eigentlich.
Tja, die anderen Ecke sind aber echt noch langsamer. Jetzt ist schon? Digga, wir haben nur 2 Stunden, was ist mit dir los? Holy Guacamole. Naja, langsam sollte man wirklich einen Rastplatz finden. Ah, guck mal, das ist ja einer. Gut, dann reiche ich mich mal hinter dem hier ein. Immer geradeaus. Warum leuchtet mein Blinker so weit hoch? Ich finde eine neue Route. Demnächst rechts abbiegen. Was? Oh, verdammt. Biege nach rechts. Ah, doch, ab. Okay. Oh, moah. Bäh. Gut, damit haben wir auch zum ersten Mal in dem Let's Play Regen. Hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, definitiv keine Allwetterreifen. Was ist das? Allwetterreifen. Fängt einfach mal ein Busch mit auf der Straße? Ja, moin. Ah, guck mal, der feiert sich da. Wow. Gut. Da vorne wollten wir gleich runter. Biege nach links ab. Ah, das kennen wir. Nice. Gut, können wir eigentlich gleich weiterfahren. Kennen wir, was haben wir jetzt? Oder haben wir schon lange? Aber egal, ich hab's trotzdem auf. Warum fährst du geradeaus? Ach nee, okay. Der nimmt nur sehr weiten Bogen. Ey. Bleib mal stehen, Alter. Der rutscht durch bis nach Japan. Wow. Ja. Bei den 80er Strecken dürfen wir also 80 mph sind also 130 km/h. Das ist schon ordentlich.
Leider können wir die nie erreichen. Nach links ab. Nicht mit dem LKW. Oh, bleibt doch nicht. Doch, Alter. Hören wir diese Opfer. Siehst du? Komm, bleibst du bei einer Mittelstation stehen? Ist die nächste auch definitiv immer scharf geschalten. Deswegen fahre ich bei der Mittelstation der Fuhrbahn dran vorbei. Ich meine, das ist doch kein Leben. So. Ich bitte euch. Ich weiß nicht, wie ich mein LKW ist. So einmal wiegen reicht aus. Der wird über Nacht bestimmt nicht dazugekommen sein. Selbst wenn ich mir in der Nacht in die Hose gemacht habe. Was war vorher auch schon in meinem Körper. Also ist dabei LKW dabei auch nicht schwerer geworden, so, ne? In einem geschlossenen System kann nichts dazu oder kommen oder weggehen, so. Ja, dring halt auf. Stimmt, der Ring könnte unseren LKW schwerer machen. Ja, das war's dran. Ja, rein theoretisch, wenn man den Frogtank hinten da diese Luke lange genug offen lässt und es lange genug regnet, dann könnte der Auflieger tatsächlich so viel schwerer werden, dass er schwerer wird. Dass es relevant ist. Relevant ist. Oder so ähnlich. Oh, schon ist wieder schönster Sonnenschein hier. Wow, wir haben schon 9000 Dollar. That's not bad at all. I like that. Gut, gleich kommt die erste Rate, glaube. Das heißt, gleich jetzt mit einmal um 6000 Dollar weniger, ärmer. Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder und 3 Geld haben?
Piste. Komm, haben wir einen überfahren. Bumm, können wir bei den nächsten einfach weiterfahren. Also keine Ahnung, ob es wirklich so ist oder es einfach nur für mich so eine subjektive Wahrnehmung ist. Aber wie gesagt, ich habe immer irgendwie das Gefühl, solange ich an den Spielstationen einfach dran vorbeifahre. Oh, oh, 6000 Dollar weniger. Ja, genau. Solange ich bei den Dingen einfach vorbeifahre, kann ich bei den meisten noch einfach, ne, brauche ich jetzt gar nicht reinfahren. So, weil wir das wissen, auch der Junge, der fährt eh immer durch. Aber sobald du bei einer stehen bleibst, also, ne, wenn du wirklich bei jeder, wo du reinfährst, stehen bleibst, dann wirst du auch bei jeder reingerufen. Digga. Das ist ja nicht mehr hier mal Sahara-Wüste. Leck mir Morsch. Der ist not bad at all. Nur ein bisschen landig. Ey Leute, ihr wisst aber schon, dass der Achterbereich ist, ne? Ich meine, ich fahre schon nur 70. Wenigstens die könnt ihr hier halten. Ja, ist das traurig. Wow. Gut, wird ein bisschen abgeschnitten da hinten. Aber gut. Ja, also wenn man schon so eine Aussicht hat. Oder ist das ein Meer da? Nee, das ist kein Meer. Obwohl, vielleicht ist es ein Fluss. Oder ein See oder sowas. Weil das ist alles blau. Ja doch, das Wasser. Okay, doch. Och, nicht schon wieder Walkman, ey. Och, Leute. Warum baut ihr so viel? Achso, siehst du, ich habe ja auch bei mir hier in dem Steam-Profil. Habe ich ja, glaube ich, diese zufällige Straße eigentlich auf maximal eingestellt, ne? Ja, ist auf Maximum. Dafür keine Umleitung. Ha. Average Length of... Ah. Ob man diesen Wert wohl in der Config auch noch höher stellen kann? Aber einfach so auf 3000%? So. Boah, Leute. Aber das Auto vor mir wickelt sich aber ja schon eins zurecht hier. Wickel, wickel, wickel. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ja. Ich brauche einen Arzt und diese Folge braucht ein Ende. Von daher, das soll mit der Folge auch gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.